Mit dem Nobia Z17 Mini hat die Edelmarke von ZTE ein Mittelklasse-Dual-Kamera-Smartphone im Angebot, welches auf derselben Kameratechnik basiert wie auch das Ulefone Gemini Pro oder Yumidigi Z Pro. Wir haben uns angesehen, wie gut das Smartphone umgesetzt wurde. Ich bin Christopher für China Mobile Mac. Viel Spaß mit der Review. Das Nobia Z17 Mini wurde uns von Trading Shenzhen zur Verfügung gestellt. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Lieferumfang des Nobia Z17 Mini fällt recht klein aus, beinhaltet aber alles, was man für den Anfang braucht. Das Nobia Z17 Mini kommt in edler mattschwarzer Optik daher, das Finish fühlt sich leicht samtig an. Die Optik ist typisch für die Nobia-Marke, um die Kamera zieht sich ein roter Ring, die Rückseite ist leicht gewölbt, der Nobia-typische rote, runde Kreis, der den Home-Button repräsentiert und als Status-LED dient, ist auch hier wieder vorhanden. Daneben befinden sich Touch-Buttons, die als leuchtender roter Punkt dargestellt werden. Interessant ist, dass man die Helligkeit der Buttons regeln kann. Dies funktioniert auch automatisch basierend auf dem Umgebungslicht. Das Gehäuse besteht vollständig aus Metall und wird nur von den Antennenlinien unterbrochen. Mit 7,8 mm ist das Smartphone sehr schlank gehalten und insgesamt sehr handlich. Die Verarbeitung ist durch und durch exzellent, es gibt keine Ungenauigkeiten oder lockere Bauteile. Der SIM-Einschub schließt schön bündig mit dem Rahmen ab und nimmt entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD-Karte auf. Für das Displayglas setzt man auf kratzfestes Gorilla Glass 3, welches in mehreren Wochen des Testens keine Kratzer erlitten hat. Fingerabdrücke lassen sich zögerlich nieder und sind leicht abwischbar. Das Full HD Incel LCD Display arbeitet mit Full HD Auflösung, ist 5,2 Zoll groß und liefert eine gute Darstellung mit gutem Kontrast und ordentlichen Farben. Leider ist aber die Helligkeit nicht ganz perfekt, denn unter hellem Sonnenlicht ist es oft schwer, die Inhalte zu erkennen. Der Touchscreen erkennt bis zu 10 Finger gleichzeitig und arbeitete im Test zuverlässig und ohne Aussetzer. Das Nobia Z17 Mini könnt ihr in zwei Versionen bekommen, einmal mit 4 GB RAM und Snapdragon 652 Prozessor, sowie mit 6 GB RAM und dem neueren Snapdragon 653 Prozessor. Beide Versionen verfügen über 64 GB Speicher. Direkt in Deutschland erhältlich ist die 4 GB Version mit Snapdragon 652, die 6 GB Version gibt es nur im Import. Die Variante, die uns zum Testen vorliegt, ist die Version mit 6 GB RAM und Snapdragon 653 Prozessor. Was uns aufgefallen ist, ist, dass zwischen dem Snapdragon 652 und dem Snapdragon 653 nur ein geringer Unterschied liegt. Das Nobia Z17 Mini mit Snapdragon 653 fühlt sich fast genauso an wie Snapdragon 652 Smartphones, die wir in der Vergangenheit getestet haben. Für den Alltag reicht die Leistung in beiden Varianten absolut aus und das Smartphone läuft schön flüssig. Beim Spielen gibt es ebenfalls keine Auffälligkeiten, auch anspruchsvolle Spiele sind flüssig spielbar und zeigen nur selten ein minimales Stottern. Beim Spielen erwärmt sich das Smartphone spürbar, aber nie in einem störenden Ausmaß. Die Geschwindigkeit des internen Speichers überzeugt, bei Verzicht auf Dual-SIM können Micro-SD-Karten genutzt werden und auch diese erreichen eine ordentliche Geschwindigkeit. Zur Installation von Apps kann man die SD-Karte leider nicht nutzen. Das Nobia Z17 Mini verfügt über alle wichtigen Sensoren, das Gyroskop und der Kompass haben im Test einwandfrei funktioniert. Der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ist halbwegs schnell und arbeitet sehr zuverlässig. Auf dem Nobia Z17 Mini läuft leider noch Nubia UI 4.0, welches auf Android 6.0.1 Marshmallow basiert. Der Sicherheitspatch stammt vom April 2017. Wir empfehlen euch, die EU-ROM von der deutschen Nubia-Webseite zu installieren, da diese über deutlich weniger Bloatware verfügt und auch mit vorinstalliertem Google Play Store daherkommt. Es werden sämtliche von Android gewohnten Sprachen unterstützt, die deutsche Übersetzung ist nahezu vollständig, nur an wenigen Stellen gibt es noch englische Texte. Nobia UI verfügt über eine stark angepasste Nutzeroberfläche, der Launcher kommt ohne AppDrawer daher, das Notification Center wurde ebenfalls optisch angepasst, funktioniert aber genauso wie von normalem Android gewohnt. Obwohl kein Android Nougat zum Einsatz kommt, unterstützt das Nobia Z17 Mini die Nutzung von Apps im Splitscreen-Modus. Dazu hält man den Finger kurz am unteren Displayrand und zieht ihn dann etwas nach oben. Ebenfalls nützlich sind die Edge-Gesten, mit diesen kann man an den Kanten des Displays verschiedene Aktionen ausführen, so kann man zum Beispiel durch das Wischen an der Kante bequem zwischen Apps wechseln, ohne den App-Switcher öffnen zu müssen. Insgesamt macht Nobia UI einen guten Eindruck, läuft flott und stabil und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Konfiguration.
Im Mobilfunkempfang gab es beim Nubia Z17 Mini keine Auffälligkeiten. Die 4 GB RAM-Version mit Snapdragon 652 Prozessor unterstützt sogar Band 20 LTE. Die WLAN-Performance bewegt sich im Mittelfeld. Neben dem Router werden rund 85 Mbit erreicht, ein Stockwerk darunter noch 32 Mbit. Das GPS bietet schnelle Fixzeiten und eine gute Signalstärke. Im Praxiseinsatz gab es keine Auffälligkeiten. Der Monolautsprecher im unteren Rahmen klingt in Ordnung und ist recht laut. Die Ausgabe per Kopfhörer ist sehr gut und kann durch den DTS Sound Enhancer noch weiter verbessert werden. Die Sprachqualität beim Telefonieren war erstklassig und auch in lauter Umgebung verständlich. Bei aktiver LTE-Verbindung ist auch HD-Telefonie möglich. Kommen wir nun zur Kamera und werfen erst einmal einen Blick auf die Software, welches sehr umfangreich ist. Neben einem normalen Fotomodus und natürlich einem Porträt- bzw. Bokeh-Modus gibt es auch einen manuellen Modus. In diesem kann man nicht nur den Weißabgleich und den ISO-Wert steuern, sondern auch die Belichtungszeit anpassen, was bei Nachtaufnahmen nützlich ist. Außerdem kann der Fokus manuell gesetzt werden, eine Kantenerkennung hebt dann Konturen in Rot hervor, sodass man sofort sieht, wenn man den Fokus korrekt gesetzt hat. Weiterhin sehr interessant sind verschiedene Modi, welche man unter Camera Family auswählen kann. Hier gibt es zahlreiche Modi für verschiedene Aufnahmen bei Nacht, so kann man recht einfach Aufnahmen mit Langzeitbelichtung oder Lichtzeichnungen erstellen. Für jede Funktion gibt es nützliche Tipps und Beispiele, was damit möglich ist. Die Dual-Kamera auf der Rückseite setzt auf dieselben Sensoren, die wir schon aus dem Humidigi Z Pro oder Ulefone Gemini Pro kennen. Hier kommen also zwei Sony IMX258 Sensoren mit 13 Megapixeln und f2.2 Blende zum Einsatz. Einer dieser Sensoren arbeitet im Schwarz-Weiß-Modus. Nubi hat aus der Dual-Kamera natürlich deutlich mehr herausgeholt als Ulefone oder Humidigi. Bei Tageslicht kann man durchaus schöne Bilder erzeugen, welche eine realistische Farbwiedergabe liefern. Dennoch ist die Kamera weit davon entfernt, perfekt zu sein. Der Dynamikumfang ist nicht ganz optimal und wir vermissen gerade bei Landschaftsaufnahmen Details. Gras oder Bäume sehen oft verwaschen bzw. matschig aus. Wir haben es hier also maximal mit einer Mittelklasse-Kamera zu tun. Bei Nacht ist die Kamera nicht wirklich zu gebrauchen, sie erzeugt enorm viel Rauschen, was zwar versucht wird zu unterdrücken, doch das führt einfach zu matschigen Bildern. Unterm Strich sind wir mit den Resultaten so gar nicht zufrieden. Schade, denn dies macht die zahlreichen Lowlight-Funktionen der Kamera nutzlos. Der Single-LED-Blitz ist übrigens auch nicht das Gelbe vom Ei, für ganze Räume ist er zu dunkel, nur mit kurzer Distanz ist er nutzbar. Der Bokeh-Modus funktioniert ganz gut, jedoch nur in geringem Abstand zum Objekt im Vordergrund. Das Objekt sollte von den Umrissen her auch nicht zu komplex sein, da sonst unter Umständen Teile abgeschnitten oder verwaschen dargestellt werden. Insgesamt wirkt der Bokeh-Effekt oft unrealistisch und künstlich, da er zu intensiv ist. Verbessern kann man das, indem man den Blendenwert manuell festlegt. Dann kann man durchaus sehr ansehnliche Bilder mit Bokeh-Effekt erzeugen. Die Hauptkamera kann natürlich auch Videos mit bis zu 4K-Auflösung aufnehmen. Die Videos sehen qualitativ ganz gut aus, jedoch gibt es keine Bildstabilisierung. Besonders loben muss man jedoch die Audioqualität, welche absolut überzeugt und auch beim Ausfiltern ungewollter Geräusche wie zum Beispiel Wind macht das Nubia Z17 Mini einen echt guten Job. Selfie-Fans kommen mit der 16-Megapixel-Frontkamera auf ihre Kosten. Diese erzeugt sehr schöne, scharfe und detaillierte Fotos. Was leider fehlt, ist ein Autofokus. Auch Videos sehen gut aus und können mit bis zu Full-HD-Auflösung aufgezeichnet werden. Trotz 2950 mAh Akku und angeblicher spezieller Stromspartechnik hat uns die Akkulaufzeit leider nicht überzeugen können. Eine durchschnittliche Screen-On-Zeit von nur etwas mehr als 5 Stunden ist gerade genug, um bei intensiver Nutzung knapp durch den Tag zu kommen. Hier hätten wir uns deutlich mehr gewünscht. Das Aufladen des Akkus nimmt von 20 auf 100% rund 2 Stunden in Anspruch. Fazit, das Nubia Z17 Mini ist in der 4 GB RAM-Version für rund 240 Euro aus China ein interessantes Angebot, welches kaum Konkurrenz hat. Einigermaßen brauchbare Dual-Kameras findet man in der Preisklasse kaum und genau das deckt das Nubia Z17 Mini ab.
Die Variante mit 6 GB RAM sowie dem Preis, der in Deutschland für die 4 GB Version aufgerufen wird, halten wir aber in Anbetracht der durchaus verbesserungswürdigen Gesamtkameraleistung für überzogen. Zusammengefasst also, importiert die 4 GB RAM Version und kauft sie nicht hier in Deutschland und lasst die Finger von der 6 GB RAM Version. Das war's dann soweit für diese Review. Den Shop-Link und weitere Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Ich war Christopher für CMM. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.